Ja, und damit wieder willkommen zurück hier bei Crisis 3, Herrn Glück und Maxi Boom. Glück. Naja, hat aber nichts geholfen. Oh. So, ich würde auch sagen, dass wir direkt davor gehen. Und hier raus. Ach, Gefahr. So, wir werden uns wieder sichtbar machen. Ich will ja jetzt durch. Ich will ja nicht so viele hier umbringen müssen. So, die Gefahr wird immer weniger. Das ist gut. Aber man muss ja auch auf den Schatten achten, ne? Ich muss da hin. Okay. Wenn ich mich jetzt sichtbar mache, ist das vielleicht keine gute Idee. Ich sollte vielleicht doch dahinter gehen, oder? Schaffe ich das? Ist hier einer? Jetzt komme ich hier nicht dahinter. Hier hin. Und? Keine Gefahr, sehr gut. Na, läuft doch. Okay, da hoch. Das könnte etwas komplizierter werden. Da muss man ein bisschen drauf achten. Einer ist, glaube ich, über mir. So. Gibt es dort noch jemanden? Ob ich mich jetzt nochmal... Ah, nee, da ist einer. Ah, nicht gut. Das heißt, ich müsste irgendwo hier hingehen. Ja, das wird schon knapp, das wird schon knapp. Ach, da ist auch einer. Wir machen das so. Und schnell, schnell, schnell. Huch, die haben mich nicht gesehen. Ach, ist das geil. Komm hoch. Hoch, Glück. Glück, komm. Noch ein kleines Stück. An dem vorbeikomme, ist so die Frage. Aber der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Und der da oben könnte mich sehen. Das heißt. Scheiße. Oh, Scheiße. Geh doch! Nichts machen. Ach du Scheiße, was haben sie denn jetzt wieder? Reflex? Nee. Bin ja schon weg. Ah nein. Da ist er weg. Also nicht doof. Oh, jetzt muss ich nachladen. Jetzt geht er nach. Einfach rein in die Fresse. So. Jetzt da lang. Benutzt EMPs! Nein! Benutzt keine EMPs! Wir bringen euch nichts! So, wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Also ihr Lieben. Oh, oh, oh. Wie hack ich die? Okay, wie hackt man die? So.
Sehr schön. So macht man das. Na, das gefällt mir aber. Habe ich noch einen... Einen Pfeil habe ich noch, aber wir finden ja noch... So. Aha. So, und die machen wir mal ohne. Die machen wir mal ohne Schalldämpfer, weil das irgendwie ja albern ist. So. Was hat man hier für Streumunition schon? Okay. Machen keinen Aufsatz. Wenn, dann wollen wir hier richtig rumsen. So, die Waffe gehört ja uns. Ach, Psycho, Entschuldigung. Mensch, sag doch, dass du das bist. Na, das kommt, gehen wir. Aber lass es richtig krachen, Junge, sonst macht das hier alles keinen Sinn. Das ganze Spiel. Das ist so dunkel. Ach, mir gefällt das nicht. Ich hätte gerne wieder hier. Du hast neuerdings Leute. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Hä? Okay, ich auch. Statistische Analyse, Einsatzbericht. Ja, ich erinnere mich. Tja, ich auch. Das mit der Datenbank ist geil. Die meisten sind Schutzsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Und bezahlt 35 Euro für dieses Spiel. Ja. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Das hat die Cell getrieben. Guck dir's an und wir gucken es uns auch an. Schönes Filmchen. Hier hat er wieder seinen Fußball hinten auf dem Schulterblatt da. Was ist das? Top-Funktion kann es ja nicht sein. Oh. Willkommen in New York. Na, endlich. Sieht eher aus wie... Was haben Sie getan? Wie 9/11. Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Tja. Sir, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen Ihr globales Energienetz über eine einzige Self-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Self hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu. Während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Warum? Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Na dann, quatsch nicht so rum. Lass uns endlich in die Sonne gehen. Ach, das ist das New York, wie ich es liebe. So sieht ja auch Kreuzberg aus. Oh. Claire Fontanelli, Regional Commander. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Self-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Ja, das schaffe ich auch. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell. Aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Ach, läuft die Zeit jetzt schon, oder was? Ich
frei. Gut, dann wollen wir mal. Nein, es geht von alleine. Huch, da bin ich aber extrem beruhigt. Passe deine Waffe unterwegs deinen neuen Kampfsituation an. Okay, mal gucken, ob wir das machen wollen. Jetzt wollen wir erstmal, dass es lädt. Bingo. Bingo, bingo. Da sind wir. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Was ist denn jetzt hier? Ach, scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Tja, hat nicht geklappt. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Brauche ich nicht. Ich will wenden die hier. Schön rumsbums machen. Ah, jetzt kann man wieder weiterlaufen. Schön. Huste, huste. Wieso denn das jetzt? Was ist denn mein Chess? Schau dir das an. Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Ah, 4 Nanos. Hä, was haben wir denn jetzt gemacht? Okay, oh. Okay, was können wir denn? Pakete, Modulsets können zur schnellen Auswahl gespeichert werden. Anpassen. Aha, Maximum. Was ist das? Längere Sprintzeit? Stärkerer Powerkick? Aha. Tja, hier. Was können wir denn hier? Freischaltung verfügbar. Was gibt's denn noch? Dieses Modul wirklich freischalten? Ja. Okay. Und was haben wir jetzt gekonnt dadurch? Wie kriege ich das laden? Ne, warte mal. Das hier? Laden. Oder wie? Was ist das hier eigentlich für eine Freischaltung? Ja. Oh. Kann mir mal jemand kurz erklären, was das... Okay. Oh, ein Upgrade. Ich hoffe, das ist es wert. Tja, was haben wir jetzt gemacht? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wir gehen auf jeden Fall mal... Tarnfeld aktiviert. Ach, eine geile Stimme. Psycho, du... Oh, geil. Guckt euch das an. Yes. I'll be back. Schön. Bin wieder hier. Da meinem ist der, Revier. Der Liberty Dome. Eine riesige, verschwitzte Achselhöhle. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Okay. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Erinnert mich ein bisschen an Guns N' Roses. Wer kennt das Lied? Von euch? Ja. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Oh, ein Hobbit hier. Umsonst bereit. Konnte niemand mithalten. Sind so schön. Komm hier, ich will dich häuten. Die Leute dann auch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilligenlager. Guck mal hier. Diese Sklaventreiber. Oh, sieht das geil aus hier, mal ganz ehrlich. Ob man da was findet? Kommt mal wieder nicht hoch. Oh, ich glaube, mein Rechner ist hier echt an den Grenzen, ne? Oh, Wahnsinn. Ach, ich liebe dieses Spiel. Oh, wir tuckern hier mit 20 Frames, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, ich hoffe, das geht nicht alles so. Vorsicht, Minenfeld. Cell benutzt intelligente Munition. Aha. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Ja, okay. Schalt sie ab. Alles klar. Wir könnten auch einfach eine Granate reinschmeißen und dann... Komm, das probieren wir mal hier mit unserem Bogen.
So. Was hast du denn für ein Problem? Das müsste reichen. Komm schon. Nanosuit. Oh, da ist noch eine. Gott, scheiße. Das ruckt wie die Sau. Oh, ich glaube, ich kann das gar nicht zu Ende spielen. Oh, den kennen wir doch. Was ist los? Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Puh. Guck dir den mal an, den Typen. Okay. Aber mal ganz ehrlich, wenn die clever wären, warum haben die denn dann... Wenn sie nur auf Feinde gehen, die Minen, wieso haben die dann so Schilder davor gemacht, dass es ein Minenfeld ist? Das ist ja dann Käse, oder? Mal ganz ehrlich, das ist ja Quatsch dann. So, Psyche. Ach, willst du hoch mit U-Bahn fahren? Hey, Opi, was machst du denn? Ah, komm. Einfach. Easy. Arschloch. Halt die Fresse und komm hoch. Meine Güte, aber auch. Was für ein Umgangston hier unter Kollegen. Und Kameraden. Kamerade, sich wer kann. Geh vor. Highline Park betreten. Geh vor, komm. Pfeife. Ist schon ganz außer Atem, ne? Aber du bist gut getarnt hier mit den Klamotten, muss ich mal sagen, im Gegensatz zu mir. Aufpassen. Ja, okay. Was hast du denn? Das ist doch kein Kniebruch, oder? Bist du okay? Hier ist nichts. Da, Todesmal. Wenn es dich sieht, bist du erledigt. Was? Okay. Zurück, komm zurück! Ja. Uiuiui. Die Jungs wollen es wissen, oder? Ist ja Wahnsinn. Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Ein paar Klicks? Ein paar Blocks wahrscheinlich, oder? Okay. Das sieht nicht gut aus. Hubschrauber hasse ich sowieso wie die Pest. Besonders wenn ich nicht drin sitze. Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Na, sowas. Achtung! Ich mach euch alle fertig! Kommt schon! Traut euch! Bist du verrückt? Du meine Geschütze machen dich fertig! Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet! Ich bin ein Mensch! Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Scheiße. Jungs, was habt ihr denn für ein Problem? Wie sieht dein Plan aus? Ach, das ist Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Okay. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Bedeutet? Die Dinge ändern sich. Wow! Na dann. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Alles klar. Das machen wir dann. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Beim nächsten Mal. Weil irgendwie... Da, Sektor 1 Delta 0. Hui! Okay, das geht ja schon mal gut los. Sektor 1, Sektor 2, ich hab hier was. Aha. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das war's. Packt mir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Also, wir nehmen uns den Sektor vor beim nächsten Mal. Bis dann, dann. Ciao, tschüss. Herrlich, auch mit und einem besseren Rechner. Ich hoffe, man kann es sich anschauen.
Das tut mir so leid. Hardware ist halt... schönes Hobby.